Unstil und antidemokratischen Repressionen verirrt und verloren. Die AKP-Regierung hat die Europäische Union lediglich instrumentalisiert, um die Macht des Militärs in der Türkei zu brechen, was auch für eine Demokratie wichtig ist. Die AKP-Regierung entwickelt sich zu einer autoritären Führung in der Türkei und gerade dabei, die Freiheiten in der Türkei zu beseitigen. Hunderte von Journalisten, Intellektuelle und Künstler befinden sich entweder in der Untersuchungshaft oder werden mit Prozessen überzogen. Sonderstaatsanwälte und Sondergerichte zeugen nicht von den demokratischen Verhältnissen. Das ist eine Schande, Herr Erdogan. Sie müssen diese Verhältnisse korrigieren und zur Demokratie zurückkommen. Die Regierungsvertreter der Türkei kommen jedes Mal wie erfolglose kleine Kinder mit lauten Vorwürfen nach Deutschland. Der türkische Ministerpräsident Erdogan verurteilt in Deutschland die Assimilation als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Lassen Sie uns sein Regierungshandeln nach seinen Maßstäben zu messen. Minderheiten in der Türkei dürfen lediglich beten, singen und tanzen. Keine strukturellen Verbesserungen werden erlaubt. Im September 2007 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die zwangssunnitische Unterricht für alevitischen Kinder als Verstoß gegen Menschenrechte verurteilt. Was hat die Regierung daraus gemacht? Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Herr Erdogan. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und zum Zielscheibe von Islamisten gemacht. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Liebe jesidische Freundinnen und Freunde, wir sind solidarisch mit euch. Ihr seid nicht alleine. Die türkische Regierung spaltet die Kurden in zwei Teilen. Die Kurden, die sich nur mit der religiösen Linie dieser Regierung begnügen und die AKP wählen, sind gute Kurden. Alle anderen werden zum Terroristen erklärt. Tausende von gewählten kurdischen Politikern sitzen in der Untersuchungshaft. Mehrere hundert Häftlinge sind gerade in einem tödlichen Hungerstreik. Die Regierung rührt sich ja gar nicht. Und die versuchen, diese Häftlinge lediglich von der Öffentlichkeit zu isolieren. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Herr Erdogan. Nehmen Sie es zur Kenntnis. Das ist ein Doppelmoral. Christliche Minderheiten können ihre Priester immer noch nicht in der Türkei ausbilden. Und die Enteignungen wurden immer noch nicht rückgängig gemacht. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn sie die Christinnen und Christen in der Türkei weiterhin entrechten und diese Juden im Zustand behalten. Nehmen Sie das mit, bitte, Herr Erdogan. Sie müssen die Demokratisierungsprozesse in der Türkei durchführen. Ich wurde gebeten, nur ein paar Sätze auf Türkisch zu sagen. Ich mache das echt absolut kurz. Als wir am 17. März in Bochum demonstriert hatten, hat Erdogan gesagt, die waren nur die Terroristen. 25.000 Terroristen. Wenn er das sagt, dann habe ich eine Antwort drauf. Ezelden güzelden gönlümüz geçmez. Biz aşığız haktan didar isteriz. Sözünde söylersin kulak işitmez. Biz aşığız haktan didar isteriz.